Hallo, ich bin Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute Displaytausch am Gerät mit Touch. So, wir haben hier ein Asus UX360 UA. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten, unter anderem verschiedene Farben und auch das Display in matt und in glänzend. In dem Fall ist die matte Variante, da ist der Touch gerissen nach einem Sturz. Da kann man sich aber nicht schneiden, weil da noch eine matte Folie davor ist. So, das Gerät mal einschalten. Schauen, das Display funktioniert noch, ist nur die Touchscheibe gerissen. Der Touch funktioniert nicht mehr, beziehungsweise er löst teilweise willkürlich aus. Wie man sieht, manchmal reagiert er, aber er löst dann irgendwo anders wieder aus. Das macht die Sache insofern schwierig, das Gerät ordentlich runterzufahren. Dann machen wir es halt aus. So. Bei dem Gerät kann man. Ups. Jetzt bin ich wieder auf der Einschalter gekommen. Bei dem Gerät ist es aber so, man kann die Touchscheibe zusammen mit dem Display einzeln kaufen und einzeln tauschen. Das heißt, man muss nicht die komplette Display-Einheit tauschen wie bei manchen anderen Geräten. Macht die Sache dadurch auch etwas günstiger. So, wenn das Gerät dann aus ist, kann man im Prinzip schon Display-Einheit wegnehmen. Die ist in dem Fall nur gesteckt. Ja, wenn man vorsichtig vorgeht, kann man es machen, ohne dass man den Akku abhängt, weil man kommt bei dem Gerät nicht an den Akku dran. Dann müsste man die Bodenplatte abnehmen. Im Prinzip wäre das auch kein Hexenwerk, aber wir machen es jetzt einfach mal so. So, am besten man setzt oben irgendwo an mit einem flachen Werkzeug und dann kann man das Display schön lösen. Das geht bei dem Gerät eigentlich ganz gut. Unten muss man dann nur aufpassen, weil das Kabel natürlich angeschlossen ist. Das ist relativ kurz. So. Wie man sieht, kommt das Kabel hier hoch und läuft dann einmal ums Display rum, weil auch die Webcam und die ganzen anderen Dinge mit angeschlossen sind. Dann kommt das Displaykabel her. Beste, man geht hin und hängt es hier gleich aus, bevor man es ganz rumklappt, dann steht das Kabel nicht so unter Spannung. Mal ein bisschen spielen, ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss man halt die ganzen Dinge abbauen, wie das Mikrofon, die Webcam, den Touch, die Touchplatine,
dem Gerät alles nur gesteckt. Muss nur vorsichtig sein. Die Platine sind so dünn, sonst bricht man sie ab. So, hier oben die Webcam ist verschraubt. Sind bei dem Gerät aber auch die einzige beide Schraube, die man lösen muss. Ein bisschen aufpassen, Schränke klebt. So, Steckverbinder öffne. Dann hat man noch das Displaykabel. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil man den Akku ja nicht rausgemacht habe. Sonst kann man sich das Mainboard kaputt machen. So. Dann nehmen wir die neue Einheit und bauen alles wieder ein. Fangen wir wieder mit dem Displaykabel an. Auch wieder vorsichtig. Ordentlich ansetzen, richtig rein. Und wieder schön verlegen. So. Dann schließen wir den Touch gleich wieder an. Schließen wir hier gleich wieder die Folienkabel vom Touch an. Bis zur weißen Linie hineinschieben. Verriegeln. So, die Webcam haben wir auch schon wieder reingesetzt. Schrauben wir sie gleich wieder fest. Das Kabel noch ordentlich verlegen. Das ist bei dem Gerät aber ganz gut gemacht. Da ist ums Display rum schön Platz fürs Kabel. Hoppla. So. Den Rest machen wir nachher. Mikrofonplatine.
wieder hineindrücke. Kabel verlegen. So. Dann stellen wir das Ganze wieder ein bisschen auf. Kann man das Kabel hier wieder ordentlich verlegen. Es geht ein bisschen schwer. Da könnte man manchmal 5 Hände gebrauchen, aber es geht. Wenn man das hat, kann man erstmal testen, ob es auch funktioniert. So, brauchen wir Stromkabel. So, jetzt ist es eingeschaltet. Das Display funktioniert schon mal. Jetzt startet die Reparaturseite, weil man natürlich das Gerät vorher nicht ordentlich herunterfahren konnte. Ist aber kein Problem. So, das Display funktioniert und auch der Touch funktioniert wieder ganz normal. Wenn man das dann getestet hat, muss man es nur wieder ringsrum ordentlich reindrücken und dann ist die Reparatur auch schon fertig. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde man es über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Danke.